Bandai Namco Games. Hallo Leute, hier euer Toso mit Let's Play angezockt. Heute spielen wir ein neues für 15 Minuten, nämlich Meijing and the Forsaken Kingdom. Jetzt schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Bin ja schon gespannt. Ist es her, als ein Krieger mit Hilfe der Bestie der Götter die zerstrittenen Königreiche unter einer Flagge vereinte. Jahrhundertelang blühte das Reich und seine fantastischen Technologien brachten dem Volk unerhörten Wohlstand. Niemand zweifelte, dass dieses Glück ewig währen würde, bis eines Nachts. Ein Mantel aus Finsternis verdunkelte den Himmel und hüllte das Land in Schatten. Wer immer es wagte, in den Schatten zu gehen, ward nie mehr gesehen. 100 Jahre später. Die Finsternis wuchs, und wem die Flucht in entlegene Dörfer gelungen war, lebte in steter Angst. Und litt bittere Armut im zähen Kampf gegen andere um das wenige Land, das noch blieb. Reste der königlichen Armee versuchten, die Ordnung wiederherzustellen. Aber die unsterblichen Krieger der Finsternis waren zu stark. Dann schlich sich ein junger Dieb, der tief im Wald, weit weg von anderen Menschen lebte, in das verlassene Schloss, im Herzen des Königreichs. Auf der Suche nach dem legendären Wächter, dem Majin. Ja, na cool. Dann schauen wir mal. Nun gut, du hast viel erreicht. Hey, was war das denn? Klang wie ein Brüllen. Hä? Ja, wer bist du denn? Ja? Das könnte der Majin sein. Lass uns hier mal umsehen. Okay, dann schauen wir uns mal um. Steuerung gut. So, bevor wir weiterfahren, machen wir da eine kurze Änderung und die Einstellung. Die Anzeige, da können wir wieder nichts. Wir machen das ein bisschen leiser. Hintergrundmusik auch. Ja. Und so. Müsst ihr das hinhauen, okay? So, und was nämlich bei Bandai Namco immer das Problem ist, man kann dann nicht viel einstellen. Man kann weder die Sprachausgabe noch sonst irgendwas so einstellen, dass man das korrekt hat und schon gar nicht die Anzeige. Gamma oder Helligkeit oder was auch immer. Ja, das ist ein bisschen ein Manko bei dem Spiel. Na gut. Und? Die Berichte der Menschen über den Majin sind widersprüchlich und übertrieben. Aber eins ist klar, er ist groß, stark und hat viele Kräfte. Ja. Er ist eine sehr mächtige, nichtmenschliche Kreatur. Ja, der schaut doch so aus, gell? Ja. Was soll ich jetzt da angreifen? Ausweichen? Gar nichts. Oh.
Das sieht so aus, als müssten wir gleich mit jemandem kloppen. Ja, so viel bist du noch gar nicht glauben. Ups, was ist denn das? Da sind sie. Wer? Kein Grund zur Eile. Ich sollte hier bleiben. Keine Sorge. Sie können nicht weit folgen. Na gut. Also los. Wenn du dich ducks bewegst, kommst du geräuschlos voran. Okay. Solange du nicht in das Blickfeld eines Gegners gerätst, werden dich die meisten Feinde nicht bemerken. Okay. Sprechen wir nochmal mit dem. Ich hörte, dass sie unsterblich sind. Niemand hat je einen Kampf mit ihnen überlebt. Du bist doch schlau genug, ihnen aus dem Weg zu gehen, oder? Ja, schau mal. Zum Glück können sie ziemlich schlecht sehen und hören. Das solltest du zu deinem Vorteil nutzen. Ja, kleine Maus, das machen wir. Was sind denn die Jungs? Komm, geh weiter. Mhm. Ups. So schnell kann das gehen, Leute. Ruckzuck und man ist weg. Die schauen aber nicht angenehm aus. Ja, und jetzt? Fall um. Geh weg! Oh je! Na, aber hallo! Da sind wir mal schnell gestorben, gell? Ja, die Ladesequenzen. Was jetzt? Also innerhalb der ersten 10 Minuten bin ich noch nie gestorben, oder? Ja, diesmal schon. Nee. Was? Das ist ziemlich hoch. Ja, schon. Da komme ich wohl nicht hinauf. Nun, das lief ja nicht sehr gut. Warum hast du dich in diesen Kampf gestürzt? Ja, Plato. Nun, wir haben leider nicht alle Zeit der Welt, oder? Die Wälder und Täler sind fort. Krieger der Finsternis lauern am See und das Wasser ist ungenießbar. Wir müssen was gegen die Finsternis tun. Einfach in deinen Tod zu rennen hilft uns nicht. Du bist der einzige Mensch, der uns versteht. Wir haben sonst keinen, der uns helfen kann. Ja, ich muss weiter. Warte, hast du denn aus dem letzten Kampf nichts gelernt? Du schaffst sie nicht allein. Ach, hast ja recht. Ich mache mir Sorgen. Bleib ruhig und besonnen. Du hast Talent als Dieb zugegeben. Aber keine Eile. Immer mit der Ruhe, ja? Was heißt mit der Ruhe? Da oben gibt's eine Kiste und da müssen wir rauf. So schaut's aus. Wie kommen wir da jetzt rauf? Schau, was klebt denn da an unseren Füßen? Das kann ja nicht sein, oder? Aha, mit dem können wir auch sprechen.